Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 17. Wir sind wieder von unserem Map Volksfeld. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt den Traktor starte. Den Drescher. Ich wollte erstmal gucken, was wir überhaupt machen müssen. Was haben wir jetzt so zu tun? Gestern waren wir fleißig, haben wir ja die ganzen vier Felder hier wieder angesät. Ich glaube, Feld Nummer 22 genau ist erntereif. Dann fahren wir jetzt mal mit einem großen Drescher zu Feld Nummer 22. Und während, ich glaube, das waren Sonnenblumen ernten. Jo, Sonnenblumen. Ah, der Drescher steht ganz schön schnell seine Stunden und Hektar auf die Uhr. So, jetzt müssen wir erstmal dahin fahren. Das ist immer ein bisschen weiter der Weg. Aber gut. Lässt sich nicht ändern. Ich hatte ja schon überlegt, ob man irgendwie so einen Schwertransporter holt. Und dann da immer den Drescher rauffährt. Weil die LKWs ja schneller sind. Ich glaube, das kann man später machen, wenn wir wirklich auf der ganzen Map verteilt unsere Felder haben. Und damit wir da unsere Drescher relativ zügig hinkriegen. Weil so mit den 40 km/h, ich denke, wenn du quer über die ganze Map musst oder so. Oder später, falls man nochmal eine größere Map spielt. Ich meine, da ist man hier ewig unterwegs. Da fährst du erstmal eine halbe Stunde. Ja, bei mir ist es 12 Uhr mittags, ihr seht, es ist hell. Nicht wie in der letzten Folgen, wo ich abends gespielt habe in der Nacht. Da war alles dunkel. Ach, hier ist auch noch was erntereif. Habe ich gar nicht gesehen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass wir die 19 auch haben. Ah, jetzt machen wir die Sonnenblume. Wechseln wir schon langsam mal die Spur. So, da sind wir auch schon. Große Nachfrage bei der... Oh, er fährt weiter! Bei der Tankstelle für Treibstoff. Ja, da müssen wir euch jetzt mal reingucken, ob wir Treibstoff haben. Ah, wo ist denn das? Da. Oh, 2300. Oha. Wir haben aber keinen... Doch, müssen Treibstoff haben. Zu unserer Tankstelle da laufen. Ansonsten auch zur... Wir haben ja eine Biodieselfabrik. Da können wir hingucken, ob die befüllt ist. Ich weiß es nicht. Dass wir sonst da ein bisschen abtanken und verkaufen. Hier haben wir nur noch 15.000 Liter drin. Dumm, wo ist sie denn? Biogasanlage. Mühle. Biodieselproduktion da. Anlieferung. Ja, nix. Gut. Dann hat sich das erledigt. Ne, Wasser kommt hier rein.
Oder Gülle? Kann auch Gülle sein. Ah, Rohstoffe. Raps oder Sonnenblumen. Biodiesel und Gärreste. Eiweißfuttermittel. Raps und Sonnenblumen leer, ja. Haben wir denn viel Raps noch? Sonst können wir hier mal was hinbringen. 47.000. Bringt auch einen guten Preis, genau wie Sonnenblumen. Da müsste man dann erstmal durchrechnen, ob sich das lohnt. Oh, was ist mit unserem Sägewerk? Aha, Hilfe. Bin gefangen. Kann nichts machen. Tja, läuft das noch? Ich meine, so viel stand die gestern auch schon. Oder haben wir keine... Genau, gut, das kriegen wir wieder hin. Wir haben kein Brennmaterial mehr. Immer gleich so drauf fixiert, oh, ist die ein Feder, weil sie ja ständig ein Feder ist. Und wenn sie ständig stehen bleibt, denke ich dann als erstes immer gleich, oh. Müsste gleich wieder anlaufen. Kümmern wir uns jetzt um die Ernte wieder. So läuft. Ja, ihr kennt das ja, wenn man so einen Community-Server hat oder einen Server, wo viele Leute drauf spielen. Man muss immer so ein paar Aufgaben am Laufen halten. Kennt ihr auch von eurem Singleplayer-Server wahrscheinlich. Am Anfang erstmal so die grundlegenden Sachen. Ne? Sägewerk anschmeißen, Produktion am Laufen halten. Ne? Ja gut, hier fahre ich jetzt nicht so, aber gut, die erste Bahn. Sei es drum. Ja, ich freue mich nachher schon wieder auf meinen Livestream. Ihr werdet den schon vor Wochen gesehen haben wahrscheinlich, denn ich habe jetzt so viele Folgen vorproduziert, dass jeden Tag eine Folge kommen wird. Aber bei mir ist jetzt Freitag und nachher werde ich wieder schön Livestream machen. Schön Mais häckseln, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Freue ich mich schon drauf. Ich mache wirklich lieber Livestreams, als hier Videos aufzunehmen. Denn da ist halt einfach die Interaktion mit euch da und das Zusammenspiel ist halt schöner. Gefällt mir besser. Und ich hoffe, ihr werdet mir verzeihen, dass ich im Urlaub leider keine Livestreams machen kann, wenn ich unterwegs bin. Aber ich denke, da habt ihr Verständnis für.
Denn aus diesem Grund mache ich ja die ganzen Videos. Ja, das wird jetzt schon ganz schön dauern hier, das Feld. Ist ja schon relativ groß. Aber kann man nicht ändern. Wir müssen ja auch Geld verdienen. Interessant ist jetzt auch hier das Feld 24, was hier unten ist. Das ist da, ja, das ist da hinten. Das ist da auch relativ groß und eckig. Also einfach zu bearbeiten. Und Kalk können wir gleich mal gucken. Wie es mit dem Kalk aussieht, ob wir da noch Wasser brauchen. Und ich komme immer noch nicht drüber weg. Gestern haben wir zweimal 30.000. Das heißt gestern. In den letzten Folgen irgendwann. Für euch. Haben wir zweimal 30.000 Kalk reingefahren. Also ins Lager. Und in einmal nochmal ca. 40.000. Und es waren nur 92.000 angezeigt. Ich finde es merkwürdig. Ja, aber gut, Kalk kostet uns ja auch nichts. Insofern ist so, ist ja nicht wirklich Verlust. Sage ich jetzt mal, wenn wir wirklich irgendwo was reinbuttern würden, so Rohstoffe, und wir würden weniger rauskriegen, dann wäre es was auch was anderes. Nur das wäre da Korrektheit halber. Schöner, wenn das vernünftig übernommen wird. Also ich tipp mal, da muss irgendwo ein Fehler drin sein. So, ich bin mal gespannt, ob meine Kollegen mich heute nochmal unterstützen. Ob die nochmal vorbeikamen oder ob ich hier alles alleine mache. Gut, gestern Abend, also ja, für mich gestern Abend, war ich dann leider zu spät für die ganzen. Da hatte ich gesehen im Benutzer, was heißt das? In der Aktivitätsanzeige, dass die gerade alle runter waren, wo ich dann online gekommen bin. Aber so ist es halt auf solchen Servern. Und wenn man Schicht geht. Da kann nicht jeder immer spielen zu allen Uhrzeiten. Fast 30 Hektar haben wir schon geerntet mit der Maschine. User entered your channel. Hallo? Guten Morgen, Hongo. Ja, guten Morgen. Oh. Ausschlafen? Ja, Logo. Ich war schon 9 wach. Heute Morgen um 5 Uhr im Bett gegangen. Du nimmst wieder auf, ne? Ja. Was glaubst du denn? Ich muss hier irgendwie Material zusammenkriegen. Ich habe, glaube ich, schon 27 Folgen jetzt schon fertig.
Wie lange bist du gestern auch wach geblieben, wo ich gegangen bin? Ach, da bin ich auch gegangen dann. Aber ich hatte halt gestern Vormittag, da habe ich auch einiges aufgenommen und dann gestern Abend halt noch. Ja. Halt, wenn du mal 15, 20 Minuten pro Folge machst, da kriegst du ja schon was zusammen. Oh ja. Wenn nach und nach immer. Jetzt habe ich auch schon 18 Folgen, habe ich schon hochgeladen. Das läuft im Was? Hintergrund auch weiter. So viele? Ja. Boah. Ja, ich habe eine 200.000er Leitung. Oh. Ne? 12.000 ab. Da geht schon was. Ja. So, Leute, und damit verabschiede ich mich wieder mit dieser Folge. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare. Und lasst ein Abo da natürlich. Ja, Abo. Wenn ihr noch kein Star gelassen habt, freue ich mich auch drüber. Ne? Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.